Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Da wir jetzt, nicht wirklich viel offen haben, wir haben eine Daily geschafft. Ja, und wir Erfolge fahren müssen, werden wir jetzt halt weiter Dailies machen und so weiter und so weiter. Und, da wir jetzt schon wieder spät abends haben, werden mit Dailies heute nicht viel gemacht werden können. Dementsprechend nehme ich hier einfach weitere Quests an und gucke einfach mal, ob wir davon irgendwas nebenbei machen können. Allem Anschein nach geht das nicht. So, dann gehen wir zurück ins Gildengebiet und machen jetzt, da wir Erfolge jagen, einfach weiter kleine Monster, die wir noch nicht besiegt haben. So, denn für mich ist es jetzt momentan so, und das habe ich auch in No Man's Sky schon bereits gesagt, ich bin nächste Woche wieder auf Geschäftsreise, also sprich, werde wieder eine Woche in Niederlanden unterwegs sein. Und dementsprechend muss ich gucken, dass ich ein paar Folgen rausbringe. Es kann sein, dass ich nicht viele Folgen schaffe und dass ich das dann so machen werde, dass ich nur alle 2 Tage jetzt diese Woche Monster Hunter rausbringe. Danach geht es dann aber wie gewohnt weiter täglich, es sei denn, das passt mal irgendwie zeitlich nicht. Und deswegen, naja. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich auf jeden Fall werde mein Bestes geben, es trotzdem so gut wie möglich halt weiter aufzunehmen. So, dann, ich hänge hier fest. Ja, ich hänge immer noch fest. Es gab ja jetzt auch noch hier momentan, okay, das Luftschiff-Dings. Können wir aktuell immer noch nicht gehen? Keine Ahnung. Die Uhrzeiten passen einfach nicht. Ich komme nicht dazu aufzunehmen. Was ist das denn? Okay. 20. Was ist das? Oh. Nice. Ich habe keine Ahnung. Wir können irgendwie am Tag einmal würfeln. Das ist ja nice. Das ist niedlich gemacht. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwelche tollen Items dabei. Müssen wir uns merken, das ist momentan Stand der Dinge. Hier können wir jetzt auch nichts reinsammeln. Aber wir haben einen Rucksack schon. Und wie kann ich mir den nehmen? Ach, ich habe keine Ahnung. So, was gab es da noch Neues? Hier das hatten wir gerade. Das ist das Spiel. Dann das da, keine Ahnung. Das auch, keine Ahnung. Und das hier, was ist das? Geht aktuell auch nicht. Alles irgendwie zeitlich nur begrenzt. Das heißt, dann machen wir halt hier weiter. So wie wir schon längst dran waren. Haben wir alles vollständig? Haben wir alles vollständig? Dann geht es jetzt hier weiter. So. Da haben wir den noch nicht vollständig. Und den noch nicht vollständig. Und den auch noch nicht vollständig. Okay. Ratjan, dann sollst du es sein. Könnte auch die Shadow Ratjan sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und gucken einfach, dass wir jetzt die Monsterliste komplett bekommen, damit wir ein paar Erfolge mehr haben. Damit wir vielleicht bald einen Sternenrang aufsteigen. Loading, loading, loading. So. Dann nehmen wir uns Zeug hier mit. Während ich jetzt übrigens in den Niederlanden unterwegs sein werde, auch die Fahrt dahin, habe ich mir jetzt auf meinem DS Monster Hunter nicht das Generation X, da habe ich jetzt momentan einfach keine Zeit für, beziehungsweise das Spiel zu kaufen, jetzt auch gerade keine Lust, das Geld dafür auszugeben, dafür, dass ich es nur so wenig spiele. Das ist der Vorgänger, Monster Hunter Ultimate 4 war das, genau. Einfach mal, damit ich auf der Fahrt ein bisschen was zu tun habe und so. Ja, ich werde es auch nicht online spielen können, weil auf der Fahrt wird ebenfalls kein wirkliches Internet zur Verfügung stehen. Also heißt, ich spiele es einfach so, also braucht... Kann ich einfach nicht, wenn jetzt irgendwer nachfragt, ob wir irgendwas zusammenspielen oder sowas, klappt einfach nicht. Wollte ich aber nur mal sagen, dass ich dann ein bisschen jetzt Monster Hunter spiele. Ist mal was anderes, Monster Hunter wieder auf Deutsch zu spielen. Ratjan, wo bist du? Aha. Wusste ich's doch. Shattered Ratjan. Und auf die Birne. Daneben. Die Steuerung auf dem kleinen 3DS ist wirklich etwas schwieriger, finde ich jetzt persönlich. Aber man gewöhnt sich, glaube ich, einfach dran. Dreh dich um. Nein, doch nicht so. Und nicht jetzt Feuer kippen. Danke. Das war nicht der Plan. Nein.
Meine Güte, warum kommt mir nicht die blöde Panzerung durch? So. Meine Güte. Fliegt zurück. Und da werden wir überrollt. Ups. Okay, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Okay. Dankeschön. Und man prallt echt die ganze Zeit überall an der ab. Ah. Wow. Mist, sie hat mich doch noch getroffen. Wusste ich es doch, vergiftet. Immer schön auf die Birne und sie haut ab. In diese Richtung oder wohin? Da lang. Könnte Feld 3, könnte aber auch 4 sein. Nee, ich glaube, es ist eher die 3. Gehen wir mal gucken trotzdem. Da wir an der 4 vorbeikommen, können wir das Feld 4 direkt noch mitnehmen. So, und ja, ihr hattet auch recht, bei Monster Hunter Ultimate 4 kann man auch an der Wand etwas essen und so. Weil das Spiel ja auch darauf aufbaut, dass man viel mit der Wand spielt und also Sprungangriffe machen kann. Das wäre hier noch richtig nice. Mal gucken, ob das irgendwann vielleicht noch eingefügt wird. Aber ich denke ja, Capcom möchte ja auch seine generell Monster Hunter Reihen ja noch verkaufen. Deswegen könnte es sein, dass diese ganzen Features nicht eingebaut werden. Danke, danke, danke. Nein. Meine Fresse. Bam, bam, bam. Das ist immer ein schöner Moment, wo man auf den Kopf drauf schlagen kann. Und das ist ein schöner Moment, wo man brennen kann. Komm da runter. Aua. Ich wusste es. Ich muss weg hier. Oh, Ratian denkt sich aus, muss weg da. Alles klar, ich muss doch nicht mehr weg. Ja. Habe ich auch gut am Kopf getroffen bei all den Namen. Oder wisst ihr was? Ich mache jetzt in dieser Woche, ich versuche irgendwie, keine Ahnung, kürzere Folgen zu machen. Ich weiß es nicht. Ach, ich gucke jetzt einfach mal, wie weit wir kommen, weil 15 Minuten Folgen, was sollen wir jetzt in 15 Minuten noch machen? Ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. So, es regnet. Es regnet, es regnet. Ach so, ich habe sowieso meine andere Katze mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Kann ich das irgendwo auf O sehen? Ah, Panda ist dabei. Einfach, weil Panda rot ist und anscheinend kann Panda auch irgendwie ein paar Skills wie mir Leben geben, wenn sie mal rumflöten würde. Aber ich glaube, Panda muss einfach vom Level her mal hochsteigen. Und wir müssen Skillbücher mal sammeln. Quest clear. Panda ist Level 7. Könnt ihr mir sagen, woher man die Skillbücher bekommt? Ich weiß, dass man die früher auf den Feldern bekommen hat. Ich glaube, da müssen wir einfach die alten Hunter-Quests noch machen, gell? Oh, ein Rucksack. Nein, war immer wieder klar. Was war das? Mali will auch zugucken kommen. Hallo Mali. Ja, komm, spring, hopp.
Na komm. So, da ist er. Komm, Mali, setz dich auf den Schoß. Hopp. Und bleib ruhig sitzen. Weiter geht's. So. Ups, das ist die falsche. Okay, weiter in der Liste. Viel ist es nicht mehr, da haben wir sie alle besiegt. Okay. Der Merv. Der Merv-Stofelin. In normal. Gehen wir den an. Alleine halt. Vulkangebiet. Tada! Okay. Kein Food. Wir müssen unser eigenes Food nutzen. Komm, Ali. Den machen wir fertig. Hier bin ich. Oh. Da ist er schon in Dunkelheit getaucht. Oh Mann. Komm, fall um. Ah, da hat er mich getreten. Du Fiesling. Oh, Brustplatte schon gebrochen. Klatsch. Alter. Komm schon. Nein. Oh. Sehr schön. Komm schon. Da, wir werden geheilt von Panda. Sehr nice. Warum hätte ich denn schon früher eine Katze dabei gehabt, die mich heilen konnte? Komm immer in die Klöten. Komm da runter. Na also. Das hat dir zwar nicht gefallen, aber jetzt gibt es Schläge auf den Kopf. Oder sowas in der Art. Mist. Vielleicht sollte ich mich einfach mal heilen. Sicher ist sicher. Ah, klar. Vielleicht sollte ich mich nochmal heilen. Alter. Komm, hör auf jetzt mit dem Spaß. Gibt's doch nicht. Hinterher. Klatsch.
Aua. Ich dachte schon, der will jetzt aufgeben und wegrennen. Okay. Entladen. Und runter mit dir. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. Kann nicht schaden. Meine Güte, hör doch mal auf rumzurennen. Na also. Gut, liebe Leute, wir machen es so. Ich mache mal kürzere Folgen jetzt, dann habe ich vielleicht einfach die Chance, ein bisschen mehr aufzunehmen. Wir sind bei 16 Minuten, das ist jetzt hoffentlich ganz so schlimm für euch. Ich danke wieder fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Adios, Leute.